Guten Morgen Deutschland, euch allen einen schönen 1. April. Und das ist wahrscheinlich der einzige Witz an diesem Tag, weil der größte Witz, der sitzt ja in Berlin. Und von dem April-Scherz haben wir das ganze Jahr was von, liebe Leute. Aber wenn ihr meint, ich mache heute Morgen April-Scherze, na, dann will ich euch natürlich auch schön einen erzählen. Ne? Fangen wir mal als erstes an mit der guten Ricarda. Ihr wisst ja, die zarteste Gazelle, seit es Schokolade gibt. Die ruft jetzt ihre grünen Jungs und Mädels dazu auf und die grünen Ninninnen auf TikTok doch bitte mal zu posten und zu teilen. Das Feld darf man ja nicht der AfD überlassen. Könnte man als April-Scherz auslegen, wenn man es möchte, nicht wahr? Liebe Leute, ja, Joe Biden hat übrigens gestern an Ostern den Transgender Day ausgerufen. Ja, da freuen sich die Christen in den USA mit Sicherheit auch richtig drüber. Könnte man auch als April-Scherz auffassen. Ein April-Scherz ist ja auch der fränkische Kaiser, der Markus Söder. Das ist ja laufender April-Scherz, der Junge, ne? Ich meine, erinnert ihr euch noch, ja? Okay, könnt ihr euch eigentlich nicht daran erinnern, aber jetzt könnt ihr euch daran erinnern. Im November 2020, laut RKI, gab es keine Evidenz für das Tragen von FFP2-Masken. Es gab keine fachliche Grundlage. Und was hat der gute Witz aus Bayern, ja, der fränkische Kaiser, der Markus Söder, dann im Januar 2021 gemacht? Ja, genau. Er hat die Maskenpflicht, die FFP2-Maskenpflicht in Bayern eingeführt, weil er war ja Team Vorsicht. Und das Team Vorsicht hat agiert wie? Genau, ohne fachliche Grundlage und ohne Evidenz. Ja, also von welcher Wissenschaft haben die nochmal gesprochen, 20 und 21? Ich bin begeistert, ich finde das toll. Übrigens, der nächste laufende Witz aus Berlin, der Nachfolger von dem ersten laufenden Witz, von dem Spahn, also der Lauterbach, der hat sich jetzt nochmal zu den Schwachzungen geäußert. Er hat ja vollmundig angekündigt, er wird die RKI-Protokolle entschwärzen. Ja, liebe Leute, ist leider auch nur ein April-Scherz beim Lauterbach, weil er hat jetzt im Nordkurier, übrigens eine der wenigen Zeitungen, die mal vernünftig und journalistisch gut recherchiert, über die RKI-Protokolle berichtet. Da hat er Folgendes gesagt. Ja, wir müssen natürlich uns genau anschauen, dass auch die Rechte von Dritten gewahrt bleiben. Also, liebe Leute, das heißt im Klartext, es wird ein bisschen was entschwärzt werden. Aber der Großteil wahrscheinlich nicht. Und wie dem Nordkurier immerhin einer Zeitung aufgefallen ist, wurde ja gerade im Bereich des Themas Impfung und Nebenwirkungen sehr viel geschwärzt. Weil wir müssen uns ja immer daran erinnern. Was hat doch nochmal, das war nicht der Spahn, ne? Ach stimmt, das war der Lauterbach, ne? Genau, der hat doch damals gesagt, die Impfung ist nebenwirkungsfrei. Genau, ja. Und jetzt, laut Nordkurier, geht er her und schiebt das alles seinem Vorgänger in die Schuhe. Denn er wäre ja damals nur in einer beratenden Funktion gewesen. Ihr seht also, liebe Leute, wir haben eine ganze Menge April-Scherze heute Morgen zu verarbeiten. Übrigens, Zelensky ist auch noch im Amt, obwohl er dürfte eigentlich gar nicht mehr im Amt sein. Aber die Wahlen sind ja ausgefallen. Genau, ist auch so ein April-Scherz. Aber hey, Leute. Was wollen wir mehr mit dem besten April-Scherz, den wir 365 Tage im Jahr haben? Genau, unsere deutsche Bundesregierung. Wir sind doch gesegnet mit April-Scherzen.